Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Basic Blog. Heute wieder eine Varietätsvorstellung. Und wenn Sie mich im Vorfeld gefragt hätten, ob ich einen Midori Koi irgendwann mal vorstellen kann im Modern Koi Blog, hätte ich Ihnen wahrscheinlich gesagt, eher nein. Weil die klassischen Midori Koi, so wie dieses Exemplar hier, sind nahezu ausgestorben. Sie wurden vor Jahren noch gezüchtet. Und das hat aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, ob das züchterische Interesse jetzt nicht mehr da war oder ob der Absatz gestockt hat. Aber man sieht sie heute kaum mehr. Und wenn man das Wort Midori Koi ins Deutsche übersetzt, dann heißt es nichts anderes als grüner Karpfen. Und das ist das, was wir hier auch sehen. Ein gelb-grünen Karpfen. Der Körper ist etwas gelb. Die Rückgratbeschuppung ist richtig schön grün. Und als solches ein wirklich besonderer Koi. Ursprüngliche Zucht war, also ich habe früher immer gedacht, es sei die Mischung gewesen zwischen einem Shusui und einem Kigoi. Shusui, wissen Sie vielleicht, hat einen blauen Rücken und der Kigoi ist ein gelber Koi. Und wenn man blau und gelb mischt, kommt logischerweise grün dabei raus. Aber das war nicht der Weg, der in der Zucht zum Midori Koi geführt hat, sondern es war eine Kreuzung zwischen einem Shusui und einem metallicfarbenen goldgelben Yamabuki Ogon, was die ursprünglichen Elterntiere für Midori Koi waren. Und so kannte man auch ursprünglich Midori Koi nur als eine Deutz-Variante oben. Und das sehen Sie jetzt schon schön mit einer Rückgratbeschuppung und ansonsten einem nahezu ja, grün, gelb-grün Körper, Kopf und Körper. Und auch die Flossen haben einen grünen Einschlag. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen näher ran. So, hier sehen Sie ihn jetzt sehr schön. Auch diese sehr perfekte Rückgratbeschuppung. Und das ist schon mal eines der ganz wichtigen Qualitätsmerkmale eines Midori Koi. Also da kommt es jetzt bei solchen Koi oftmals weniger auf Körperstrukturen alles an. Die sind so selten. Da freut man sich einfach, wenn man einen Vertreter, ein Exemplar überhaupt vor Augen hält. Und wenn man den jetzt mit dem gleichen Maßstab messen würde, wie eine Varietät, die häufig gezüchtet wird, dann wäre man wahrscheinlich relativ schnell unglücklich. Also wichtig ist erstmal die Rückgratbeschuppung, dann ist die Färbung wichtig und Sie sehen hier, das ist ein Grün, das so ein bisschen ins Gelbliche geht. Der Rücken ist etwas grüner abgesetzt als der Körper. Wichtig ist, es wird immer hier ein paar kleine von diesen Shimi geben. Das gehört auch dazu, die sollten nicht zu zahlreich sein. Der Vertreter ist hier jetzt zweijährig und für 2 Jahre ist es absolut okay. Der Kopf hier vorne, der ist nahezu frei, also sind wenn überhaupt nur ein paar ganz kleine, feine Pünktchen drauf und ansonsten ist er frei von den Shimi. Interessanterweise gibt es den Midori Koi nur als eine deutsche Variante, also hier wie ein Spiegelkarpfen oder Zeilkarpfen, wo hier entlang des Rückgrats die Schuppenreihe hat. Denn andere grüne Koi, ich habe mich da gerade vorher, als ich den Blog vorbereitet habe, mit Makoto Konishi unterhalten, bei uns heißen ansonsten grüne Koi, die voll beschuppt sind, nennen wir in dem Fall Wasabi Koi, angelehnt an den grünen Meerrettich der Japaner. Und ansonsten, wenn man ansonsten an vollbeschuppte grüne Koi denkt, spricht man eigentlich eher von einem Chagoi. Also die ganzen olivgrünen Geschichten sind dann eher in der Chagoi-Richtung zu finden. So ist also der Midori Koi eher ein Koi, den man in der Form als Deutz-Variante kennt. Und wenn Sie die Literatur, verschiedene Literatur zu Thema Koi-Varietäten durchschauen, werden Sie den Midori Koi immer als Deutz-Variante beschrieben sehen. Und ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, ich bin viel auf Koi-Ausstellungen auf der Weltmeisterschaft gewesen, aber ich habe noch keinen dort gesehen. Und ein Exemplar mit über 80 cm wäre mir bislang auch unbekannt, dass es sowas gibt. Aber an sich, und ich gehe jetzt nochmal in die ganz nahe Perspektive, an sich eigentlich interessante Koi, die wirklich an sich eine Augenweide sind. So, hier sehen Sie ihn jetzt. Eine Traumrückgratbeschuppung. Perfekter geht es eigentlich nicht. Das wäre auch für jeden Shusui sensationell. Und dann die Rückgratbeschuppung richtig grün. Und der Körper selbst geht ins Gelbgrüne. Kopf und Körper haben annähernd die gleiche Farbe. Auch in den Brustflossen sieht man etwas von dem Grün. Und die Färbung kann sich aber im Laufe des Lebens noch weiter verändern.